Hallo YouTube, mein Name ist Sagond und hier ein weiterer Teil zu Let's Try Arma 3. Ihr seht schon, hinter mir ist ein Quad und da ist noch ein Offroader. Und zwar habe ich jetzt mal den Editor hier angemacht. Ich befinde mich hier gerade auf dem Flugfeld. Ich wollte euch mal die zwei Fahrzeuge hier mal etwas näher bringen. Ganz kurz mal hier auf das Quad drauf. Und mal ein bisschen fahren. Wenn ihr wollt, kann ich das Ganze natürlich auch nochmal mit dem Heli machen. Oh, das Quad ist fährt hier jetzt gerade nicht so gut drauf. Ich wollte euch einfach mal hier so ein bisschen. Jetzt fährt das Ding mal hier vernünftig. Ja, ich wollte euch mal ein bisschen hier die Landschaft mal zeigen und wie das hier so im Stadtinneren quasi aussieht, also außerhalb des Flugfeldes. Und ja, dafür fahren wir jetzt erstmal mit dem Quad. Eine ganz coole Sache, aber ich glaube, ich hole mir lieber den Offroader, das Auto. Ich glaube, da habe ich persönlich ein bisschen mehr Spaß. So, jetzt einmal die Innenansicht. Sieht so aus. Also die Außenansicht. Ja. So, jetzt einmal absteigen. Komm, fahr, 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 fahr. Ja, können wir eigentlich laufen lassen, das Ding. Den Sprit, den muss ich ja nicht bezahlen. Das macht ja die Army. Also, gehen wir erstmal auf den Beifahrersitz. Gucken wir uns mal kurz mal ein bisschen im Auto um. Okay, die Knarre zwischen den Beinen. Ja, das habe ich bei der Bundeswehr auch immer gemacht. Ja, so sieht das Auto auf jeden Fall von innen aus. Ganz schnieke auf jeden Fall. Ziemlich detailreich. So, jetzt setzen wir uns doch mal auf den Fahrersitz. Innen oder außen? Ja, wir fahren natürlich Innenansicht. So, dann markiere ich mir mal gerade auf der Karte. Was ist das da? Mal den Platz da und dann fahren wir doch mal dahin. So, das Ding fährt gerade noch 40 km/h. 50. Frage ist, wie kommen wir jetzt hier raus? Aus diesem Flugfeld hier. Um uns ein bisschen hier mal umzugucken. Ich mach mal kaputt. Ja, shit. Kommen wir hier durch? Ja, hier kommt man durch. So, ja. So sieht das Ganze aus. Okay, die Bremse, die betätigt er jetzt nicht, wenn man dann fährt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel Details erwartet. So, ja, aber wir fahren jetzt halt mal ein bisschen in die Stadt und ich mache mir hier gerade mal eine Sightseeing-Tour mit euch. Und ja, dann werde ich, glaube ich, gleich mal als nächstes Video mal so ein Multiplayer Video online halt machen mit anderen Leuten. Ich hoffe, dass ich auf den Server drauf komme, wo auch alles funktioniert. Ja, da vorne ist eine Tankstelle. Dann können wir doch mal gucken, ob man die Kiste auch wie bei Arma 2 tanken kann oder ob das hier in der Alpha-Version überhaupt schon möglich ist. Ja. Wir sollten mal bremsen, mal hier fortfahren. So, Engine off. Okay. Tanken funktioniert nicht. Das kommt wahrscheinlich dann noch. Das wird auf jeden Fall kommen. Wenn es bei Arma 2 war, dann wird es hier auch sein. So, jetzt fahren wir mal halt ein bisschen in die City rein. Wenn man das überhaupt Stadt nennen kann, das weiß ich nämlich nicht. Autofahren macht dir Spaß. Das ist quasi eine Kriegssimulation, eine Simulation für Krieg und für Auto. Also quasi alles. Blinker setzen, glaube ich, kann man hier nicht. Was ich noch nicht rausgefunden habe, dass sich ja die Tastenbelegung gegenüber Arma 2 ein bisschen geändert hat. Minimal nur. Ja, zumindest was ich bis jetzt rausgefunden habe. Ich weiß nicht, wie man hier die fucking Hupe betätigt. Linke Maustaste funktioniert nicht. Bei Arma 2 funktioniert das so. So, wo fahren wir jetzt eigentlich gerade hin? Ich hoffe, ich fahre zu dem markierten Punkt, weil ich mal gucken wollte, was es da gibt. Ne, der ist da unten, sehe ich gerade. Hier ist, glaube ich, so eine Art Friedhof.
Ja. Ich hab's nicht so mit Friedhöfen, deswegen fahren wir hier wieder weg. Da die Kiste ja ein Offroader ist, versuchen wir doch mal hier runter zu brettern. Und schauen mal, da was draus wird. Ob ich die Kiste gleich hier schrottreif gefahren habe. Okay. Ich bin hier irgendwie total verkehrt. Komme ich denn hier nicht durch? Ich glaube, vielleicht sollte ich ab hier lieber zu Fuß weiterlaufen, bevor ich jetzt hier noch ein bisschen mehr festhänge. Oh, Müllsäcke umgefahren. Okay, Leute, ich steig mal gerade hier aus. Und gehe mal ab hier zu Fuß weiter. Und guck mich hier mal jetzt so ein bisschen halt in diesem Stadtinneren um. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, das war aber bei Arma 2 ja auch schon, dass die Einschusslöcher drin bleiben. Wenn sie auch dann, ja, was man eigentlich ja von vielen Spielen kennt, dann ja eigentlich auch wieder verschwinden. Wenn man halt eben mal weiter Einschusslöcher produziert, dann verschwinden die halt. Ja, hier nochmal die Wasser, die Wasser. Hier könnt ihr nochmal die Wasser gucken. Ne, das Wasser natürlich. Ein Sprachfehler manchmal ist ja echt übel. So, lässt sich hier die Tür öffnen, kann ich hier rein? Ja, cool. Ja, geh mal hoch. Ist da vielleicht ein Bett oben? Nee, kein Bett, okay. Also, die Wohnung ist frei, wenn einer auf dieser Stratis-Insel eine Wohnung haben möchte. Ich vermiete diese. Einfach eine PN an mich, dann kriegt ihr die Adresse und den Schlüssel per Post zugesandt. Ja, monatliche Miete, würde ich sagen, kalt. 250 Euro. Und ja, hier wird auf jeden Fall wahrscheinlich eine Vollversion Bombenstimmung sein. Also langweilig wird sie, glaube ich, nicht. Deswegen könnt ihr diese Wohnung gerne mieten. Ne, kleiner Scherz. Ich vermiete diese Wohnung natürlich nicht. Die werde ich selber beziehen. So, ja, wo geht's hier weiter? Wo kann man hier lang? Der läuft ein bisschen komisch, oder? Als hätte der so ein bisschen in die Hose geschissen. Naja, Leute, ich würde mal sagen, ich will mal das Video hier nicht zu lang machen. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck hier auch mal von der Grafik verschaffen, auch in diesem Video. Es sieht alles schnieke aus. Wahrscheinlich sieht es live noch ein bisschen besser aus. Also wenn man es halt selber spielt, mit den Einstellungen wie ich jetzt. Ich versuche jetzt aber trotzdem mal auf die Rutsche drauf, bevor ich jetzt hier aufhöre. Ja, hinlegen und runterrutschen normalerweise, ne? Rutsch, rutsch. Ja, das war sehr schön. Ach ja, das Inventar wollte ich noch zeigen. Mal etwas ausführlicher. Ja, es hat sich, ich sag mal, in dem Sinne nicht viel geändert, aber es sieht halt ein bisschen anders aus. Die Sachen ablegen kann man quasi so. Das heißt, da müsste jetzt eigentlich eine Granate auf dem Boden liegen. Da ist sie doch. Da ist sie. Kann man drauf schießen? Geht sie dann hoch? Nein, natürlich nicht. Denn man muss ja erstmal den Splint lösen. So, jetzt einfach wieder reingepackt. Und Smoke Grenade. Ja, wäre schön, wenn man hier so ein paar ja, Bengalfeuer hätte oder sowas. Das ist ja so mein Lieblingsspielzeug bei Arma 2, aber das gibt's hier irgendwie noch nicht. Ich denke mal, da muss man wahrscheinlich auf die Vollversion warten. Gut, Leute, ich sag mal, Dankeschön. Da vorne ist eine Sackgasse. Wir überprüfen das noch, ob das stimmt, ob da wirklich eine Sackgasse ist oder ob es dann doch da weitergeht. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Durchgang hier durch die Stadt Stratis oder wie sie heißt, bei Arma 3. Garage, kein Auto drin. Ja, hier ist tatsächlich eine Sackgasse. Man könnte trotzdem aber hier noch so ein bisschen mit dem Auto langfahren oder mit dem Quad halt. Ja, auf jeden Fall. Oh, ein explosives Fass.
steht zwar drauf, entflammbar, aber irgendwie ist es nicht entflammbar. Schnell weg hier, sonst bin ich gleich tot. Ja. So viel zum Thema entflammbares Fass. Das wird, denke ich mal, noch alles kommen. Dies ist eine Alpha-Version. Also noch in den Startlöchern. So, das ist dann meine ganz kleine Wohnung. Nee, geht's ja noch weiter. Da ist ja eine schöne Wohnung. Ja, merkt schon, ich komme gar nicht zum Ende. Fenster kann man zerschießen, auch wenn man nicht unbedingt die Scheiben sieht. Aber man hört's. Also gut, Leute, nochmal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck hier verschaffen zu dem Spiel. Und ich find's, wie gesagt, schnieke. Mir gefällt's. Ich mache jetzt noch ein richtiges Multiplayer für euch. Also seid gespannt. Und falls ihr neu seid hier auf diesem Channel, gerne ein Abo hinterlassen. Ich mache jetzt noch ein paar Alpha-Videos hier fertig zu dem Game. Und ja, bis zum nächsten Let's Play, Let's Try. Danke fürs Zuschauen, Daumen hoch, nicht vergessen, abonnieren, nicht vergessen, einmal Facebook, Fanpage liken, dazu der Link in der Beschreibung, würde mich sehr freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Bye bye, ciao ciao, auf Wiedersehen, sagt euer Dagont. Tschö.